Frohe Weihnachten, liebe Nextbit-Community. Ich bin Ben und ich habe in der Redaktion mal nachgefragt, was denn die Tops und Flops des vergangenen Jahres waren. Und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Hallo. Salut, ça va très bien, merci. Oh, hi. Sei es doch noch Klima Natalino. Ja, doch. Yes, es ist schön draußen. Wir haben heute Schnee. Not much, actually. Ja, schon ein bisschen. Wir haben heute Weihnachtsfeier. Ganz klar. Das sieht man doch, oder nicht? Hi. Sieh. Die Lampe hier ist gerade runtergefallen. Ne, ich bin ja nicht so. Ich bin ja mehr so in der Grinch-Abteilung unterwegs. Tatsächlich nicht, weil wir schenken uns im Freundes- und Familienkreis nichts. Das ist gar nicht so traurig. Ich habe fast alle Geschenke gekauft, ja? Sim, já comprei todos os presentes. Nicht ein, nee, stimmt nicht. Ich habe zwei Stück gekauft schon, aber ich weiß alles. Ich habe mir eine Liste gemacht. Na realidade, eu não comprei nenhum presente ainda. Fehlt eigentlich noch alles minus zwei. Não comprei nada. Non, j'ai pas encore acheté mes cadeaux, non. Em 2021, o produto que eu mais gostei é inevitável. Existem críticas, enfim, não vou entrar nisso, mas é o Samsung Galaxy Z Flip 3. Para mim, é um dispositivo incrível e foi excelente testar, foi excelente usar ele, especialmente por causa da experiência que eu tive com o aparelho. E dobra! iPad Mini. Formfaktor total geil, hat mich auch über... Und eigentlich... Weil ich gedacht habe, es sei nicht so cool und ich total positiv überrascht war und es jetzt jeden Tag und immer dabei habe. Schwierige Frage. Ich würde jetzt sagen, mein iPhone 13 Pro, was ich habe, aber eigentlich war es eher ein anderes Telefon. Und zwar war es das Google Pixel 6, was hier in der Redaktion ankam und irgendwie für krasse Begeisterung bei allen gesorgt hat. Die sind durchgedreht und deswegen ist es für mich mein Top-Highlight dieses Jahr. Bin ich sicher. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, Google... Pixel 6, finde ich sehr cool. Google Pixel 6, bom equilíbrio entre preço, desempenho e recursos. Cette année, j'en ai deux. J'ai le OnePlus Nord 2 et le Pixel 6, vraiment. Le OnePlus Nord 2, juste pour le rapport qualité-prix qui est incroyable. Et le Pixel 6, parce que c'est vraiment ma grosse claque tech de l'année. Vielleicht noch eher das Galaxy S21 Ultra. Die haben irgendwie vorgelegt, sehr früh im Jahr. Und eigentlich kam nichts Stärkeres mehr nach. Ich glaube, so ein eigenes Top-Tech-Produkt gibt es da gar nicht, sondern was mich aber total freut, ob es jetzt beim iPhone oder beim Pixel oder bei anderen Devices ist, dass die Computational Photography Modes wieder mehr Einstellungsmöglichkeiten kriegen. Also zum Beispiel beim Pixel dieser Langzeitbelichtungsmodus oder dieser Mitzieher-Modus finde ich super cool. Ich glaube, das kann ich dir sogar zeigen, indem ich einmal hier durchgreife. Und zwar ist das mein eigenes Notebook, was ich endlich mal neu gekauft habe. Und die MacBooks von Apple sind einfach krass schnell in allem. Und ja, weil mich das Pro irgendwie nicht so angefixt hat und einfach viel zu teuer ist, war es, glaube ich, ein Notebook und kein Smartphone leider. The new MacBooks are the top tech product for me, because I'm really excited about the chips that they have inside, the new ARM processors that are... So good. Me gustaría comprar los AirPods 3. Is it too short or no. I'm fine? Voll enttäuscht keins. Nö. Es gibt jetzt nichts, was ich, wo ich gesagt hätte, boah. Bah. Ich glaube, ich weiß kein wirklich enttäuschendes. Il y a pas vraiment un appareil que j'ai détesté. Je sais que l'an dernier, j'avais détesté le Galaxy Note 20. J'en avais fait tout un article. Mais cette année, non, il y a eu des produits chiants, il y a eu des produits qui m'ont laissé indifférent, mais j'ai pas détesté un produit en particulier. War auch kein einzelnes Device, sondern eher ein Hersteller, Fitbit. Und eigentlich habe ich mir voll viel erhofft, als Google Fitbit gekauft hat, oder Alphabet Fitbit gekauft hat. Und stattdessen kauft man jetzt einen Fitness-Tracker für 200 Euro oder für 300 Euro. Und wenn man den dann wirklich komplett benutzen will, dann muss man noch 8,99 € im Monat dazu zahlen? O celular com tela expansível da LG, que não foi lançado. Gar kein spezielles, aber ich hatte ganz viele Telefone oder ja allgemein viele Geräte in der Hand, wo ich mir gedacht habe, boah, schon ziemlich, sieht schon ziemlich billig aus. Ich nenne aber keine Namen. The Pixels. El diseño de Pixel 6.
o Google Pixel 6 Pro. Voll enttäuscht, glaube ich, nicht so wirklich. Aber was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist das zweite Produkt, was ich dieses Jahr gekauft habe. Und zwar ist es das Pixel 6. Und zwar bin ich Riesenfan des Pixel 3 gewesen, aber das kriegt keine Updates mehr. Deshalb wurde ich gezwungen, umzusteigen. Eu tava esperando muito mais, a minha expectativa era muito maior. Eu tô usando o dispositivo agora e todos os dias eu falo, uau, por que essa escolha? Und das Pixel 6 ist mir zu groß und die Kamera ist zwar cool, aber irgendwie nicht so mega ultra krass, wie ich erwartet habe, wenn Google mal endlich einen neuen Sensor benutzt. I expected their features to be better, especially in terms of photography and zoom. Um dos grandes problemas foi que eu fui num show recentemente e a câmera foi realmente algo que me deixou para baixo, porque as imagens no show com as luzes ficaram muito abaixo da minha expectativa. E isso, eu tenho Pixel desde 4, 5 anos e sempre foi o que eu mais gostei. Mas dessa vez... It just didn't cut it. Sorry. Sorry, Google. Mein Herz blutet, aber das Pixel 6 ist eine kleine Enttäuschung. Desculpa aí, Google. Meinst du Technik oder generell? Technik. Verdammt. Auf Events. Ich glaube, wir können wieder welche machen und darauf freue ich mich. Ich hoffe tatsächlich, dass wir nächstes Jahr ein bisschen was AR-mäßiges sehen werden. Vielleicht eine Brille oder irgendwas anderes Cooles. Darauf freue ich mich sehr. Auf mehr Nachhaltigkeit bei Smartphone-Herstellern, glaube ich. Weil ich merke, das ist ein Thema, was immer häufiger kommt. Und obwohl wir ständig irgendwelche Xiaomi Note 10 A bis Z testen, hoffe ich mal, dass sich das ein bisschen einstellt und dass längere Software-Updates, mehr Nachhaltigkeit bei der Produktion und weitere Themen einfach wichtiger werden. Ich glaube tatsächlich auch wieder auf die neuen Samsungs. Cellular con teleexpansivo. The new S-Series from Samsung. I really look forward to seeing what they're going to pull, especially with the new AMD Samsung Exynos processors. They're going to have RDNA 2 GPU capabilities, so... Und ich hoffe noch, dass Google mit dem Pixel so ein bisschen mehr in die Apple-Abteilung geht, mit dem eigenen Prozessor wieder unabhängiger werden, dass sie das noch so ein bisschen ausbauen, was sie dieses Jahr angefangen haben. Merci beaucoup, bonne année à tous et à toutes, chers lecteurs et lectrices. Should I address them? Or, yeah, because I said, oh, maybe it's weird. Ebenso, vielen Dank und nicht ausrutschen. Happy New Year. This is so awkward. Echt, das war alles ein bisschen enttäuscht. Ich wünsche dir aber, dass du sehr, sehr schön ins neue Jahr reinrutscht. Danke, ebenso. Feliz Ano Novo para todos. Danke dir auch. Coole Fragen. Igualmente. This is your recording. I'm sorry, I will. Merci, bonne année à toi aussi et à l'année prochaine. Ciao, ciao. Vejo vocês em 2022. So, das reicht dann auch mit Weihnachten für dieses Jahr. Was waren eure Tops und Flops aus dem Jahr 2021? Was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch in 2022.